Welcome back to another German food review, and it's chips time from Krusty Krog. And Krusty Krog is Lidl, and look at that, with Döner style. Yeah, limited edition. There's more, like pizza and another one, I don't know, but yeah, that's king. And I hope it tastes like that, exactly like that. Okay. 1 euro, yeah, it's Krusty Krog, so it's very low in price, the lowest basically. And 100 gram, 530 calories. How much is it? How many grams? 175, okay. 1.2% of salt and fat. Yeah, nothing wrong here. Quite low amount of salt. And let's check the ingredients. Ah, okay, chicken döner. 45% potato powder, and there's no flavor enhancer in it. No, that's not a flavor enhancer. Okay, yeah, let's open it. Okay, looks quite nice. It's in the test, here we go. But doesn't smell that good. It smells like the can. Okay, let's get a few out here. There they are. And sniff it again. It smells like nothing. It can't be. It smells like nothing. Like air. Okay, here we go. Okay, indeed. Tastes a little bit like döner, very light. But the chips, they are very good. Look at that here. Come on, focus. Super stiff and really thick. Yeah, nice mouth feeling. But more flavor also. Why is it so light? I really like the chips. Yeah, it is okay. Tastes just a little bit in the aftertaste like döner or doner or whatever. Döner. Okay, pop. Not enough, more please. Okay, let's eat these two and then rating. Okay, now it's a little more. Maybe it's a production fail. Let's check one from here. Here we go. No, but it's okay. Yeah, it's not a must-have, but it's okay. Tastes just a little bit like döner. But the chips are very good here. Really stiff, look at that. Thumbs up for Lidl. Yeah, it is just 99 cents. Döner style. Yeah, not enough döner flavor. More, please. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas aus dem Lidl, und zwar von Krusty Krog. Döner-Style-Chips, Stapel-Chips. Und ja, das sieht doch hier sehr lecker aus, oder? Ja, und fangen wir mal mit dem Preis an, 99 Cent. Aber es ist nur eine Limited Edition. Davon gibt es auch noch andere Pizza und noch eins, das weiß ich jetzt nicht, was es war. Aber ich habe natürlich Döner gegriffen, ja. Welches würdet ihr nehmen? Unbekannt. Pizza oder Döner? Natürlich Döner. Und
rund 530 Kalorien, 1,2% Salz und 30% Fett, alles normal hier. Und es ist kein Geschmacksverstärker drin. Vielleicht sollten sie einen mit reinhauen. Okay. Kräuterhühnerfett. Okay, ja. Wenn man sie aufmacht, sehen sie erstmal so aus. Ich schnuppe mal dran. Das riecht nach gar nichts. Okay, das ist ein ganz kleiner Duft, aber es riecht mehr so wie die Büchse. Okay. Ja, riecht irgendwie noch nichts. So sehen sie aus. Sehen ganz schön aus. Und das Erste, was man mal sagen muss, diese Chips hier sind besser als die meisten Pringles-Chips. Denn das ist hier richtig dick. Guckt euch das mal an, wie dick die sind. Und die sind doch richtig stabil. Ja, fühlt sich auch gut an. Und ich werde mal kosten. Hier, Vico. Nur leider ist der Dönergeschmack nicht intensiv genug. Da ist welcher da. Aber nur im Nachgeschmack ganz leicht. Und das ist Hähnchendöner. Ja, könnte man so sagen. Schmeckt so ein bisschen wie das Fleisch. Aber ist nicht stark genug. Aber ist schon okay, kann man essen. Aber ist kein Must-Have. Ihr müsst jetzt nicht den Lidl stürmen, der in eurer Nähe ist. Aber ja, kostet ja auch nur 1 Euro. Ein bisschen mehr, ein bisschen stärker müsste sein, oder ist das ein Production Fail? Ich weiß nicht. Muss schon noch irgendwas riechen, oder? Riecht aber noch nichts. Ich werde mal 2 mit einmal essen. Here we go. Jetzt ist schon ein bisschen mehr da. Ja, ist schon okay. Aber wie gesagt, also die Chips sind 1A, finde ich sehr geil. Schön dick und knusprig. Aber Geschmack ist auch okay, aber könnte mehr, müsste mehr sein. Bekommt trotzdem Daumen nach oben, den werde ich noch essen. Habt ihr die hier probiert? Habt ihr die schon mal gesehen? Findet ihr die ekelhaft oder richtig lecker? Ja, ist okay. Kann man essen. Müsste, aber der Geschmack müsste ein bisschen stärker sein. Oder dass hier wirklich ein Production Fail. Ich weiß nicht. Ob sowas vorkommen kann. Ist hier genug Gewürze drauf? Na komm, nochmal 2. Oh, okay, da ist auf jeden Fall ein bisschen Würze drauf. Ja, alles klar. Daumen nach oben. Okay, wenn man 2 isst, ist es ein bisschen besser. Am besten nur 2 mit einem essen. So ist die Büchse auch schneller leer und ihr habt mehr Kalorien aufgenommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.